Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, genau so ist das Spiel. Und wir sind jetzt hier bei Schöner Kampf. Ich mache ohne viel Reden weiter. Und nehmen wir mal das Goku früh hier. Gehen wir mal die ganzen Zeitepochen durch. Wen gibt's noch? Nehmen wir mal Freezer. Den Kühlschrank nehmen wir. Und natürlich nehmen wir noch den Butter, ey. Butter, ey. Butter heißt er ja, naja. Jawohl, dann, ja, ich kann auch wieder nicht viel erzählen, das ist fantastisch. Ja, bloß, dass wieder bei mir morgen Schule anfängt, ist übel Stress eigentlich für mich, aber, naja, muss man durch. Ja, oh mein Gott, wollt ihr mich verarschen. Schon wieder solche großen Typen. Oh ja, kann ich wenigstens so einen coolen Kampf machen hier. So, bam. Und ja, also bei mir in der Schule geht mächtig was ab mit Hausaufgaben. Also eigentlich gibt es da kein Wochenende ohne Hausaufgaben. Ständig ist was zu tun. Die Lehrer mit ihren behinderten Langzeitaufgaben, das regt mich voll auf. Anstatt uns immer kurz ein bisschen kleinere Aufgaben aufzugeben, aber dafür bis zum nächsten, zur nächsten Woche oder so. Aber nee, die Lehrer geben uns da hier solche Monsteraufgaben bis zum nächsten Monaten, ey. Boah, ey. Was soll der machen? Genki Dama. Chom. Das Monstervieh weggeschleppt. Ja. Sport ist auch ein bisschen anstrengender, als ich gedacht habe. Na gut, ich habe auch lange mehr keinen Sport gemacht. Also, bei mir war nach der ersten richtigen Sportstunde überall Muskelkater. Tschüss. Ja, also ich hatte nach der ersten richtigen Sportstunde einen übelsten Muskelkater überall am Körper. Und das war dann, naja, auch nicht cool, aber jetzt regt mich der Typ auf. Verpiss dich! Ey, soll der Scheiß. Soll das? Ja, genau. Bam, komm, wir machen den fertig, ey. Ich mag das nicht hier, wenn man mich hier anmacht. Ja, ansonsten halt Schulleben, Bill. Überall Stress mit Lehrern, Stress mit der Klasse, Stress, also standardmäßig halt, ne? Oh, und Ich habe mir gedacht, so, ja, wenn ich noch Lust habe, gehe ich studieren. Nix ist mit studieren. Hä? Alter, bleib doch mal. Oh, verpiss dich! Tschüss. Und studieren, oh mein Gott, ey, da hab ich jetzt sowas von keine Lust mehr. Kangoku, Kaioken und Sonnenfaust. Okay, der kann jetzt erstmal nichts mehr machen, weil jetzt Butter kommt, da. Flinke Hase hier. Bäm, mach sie kaputt hier. Schlag sie kaputt. Ja. Ist ja klar, dass Butter das zum kleinen Mädel sagt hier, dass sie sterben soll. Boah, wie viel zieht denn die ab, ey? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ey, stirb, ey. Halt die Schnauze. Oh, verpiss dich, du kleines Girl, Alter. 22.000, nur weil es mich mal kurz weggefegt hat mit einer Attacke. Ist ja nicht zu glauben, Alter. Ja, wo machst du, ey? Was ist das für ein Scheiß, Alter? Ja, guckt euch das an, ey. Ist nicht zu glauben, ey. Ey, durch so eine Scheiße, ey, vergeht eben die Lust hier.
Na los, Freezer, du machst es. Ja, übelst cool hier. Ja, komm, verpiss dich, du scheiß Vieh, Alter. Die kicken mir schon in der Story auf den Sack, Alter. Halt doch, Mann, willst du mich verarschen? Soll die Fresse halten, ey. Das kriegt gleich ein Herzkasper, ey. Na, endlich ist das dumme Ding tot, ey. Ja, bleib doch ruhig liegen hier. Was willst du denn? Das funktioniert schon. Solche dummen Namen, das funktioniert nicht, Alter. Wer denkt sich so ein Mist aus? Oh, Freezer, Alter, du Weichei, ey. Lass mich verarschen. Jetzt komm, mach. Jetzt kommt der Speedy Freezer hier. Wo hat's denn das jetzt wieder hergezaubert, ey? Ja! Sieht voll geil aus, wenn man sich auflädt und dabei singt. Halt die Schnauze, willst du mich ver... Ey! Ja, ist okay, Mann. Piss dich, aber ja, ey. Lass dich hier nie wieder blicken. Oh, Freezer, wenn du jetzt abkackst, ey, dann... Ja, Mann, die trifft in der Luft, ist okay. Ich mach das jetzt so hier. Ja, Mann! Ey, Freezer, Alter, wenn du das jetzt verkackt hättest, ey, ich hätte dich so... Ach, sowas von... Aber sowas von hatte ich dir den Hals umgedreht, ey. Wie viele Minuten haben wir für den Kampf gebraucht? Ja, war mir klar, 8 Minuten. Ist okay. Haben wir die Seite geschafft? Yeah. Was ist denn das? Egal, ey, hier gibt es übelst interessante Namen. Team M. Oh ja, ey, das wird genauso wieder so ein 20-Minuten-Kampf hier. So, wie nehmen wir denn hier? Komm, nehmen wir hier mal standardmäßig hier, ne? Nehmen wir mal hier standardmäßig hier, ja. Ja, oh, ne, den haben wir schon letztes Mal gehabt, das weiß ich. Das weiß ich. Ah, hier war standardmäßig hier. Was kann man noch? Ah, ja, ja, immer auch mal ja, standardmäßig, ja. Also auch ein paar coole Moves. Mach jetzt. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich bin ein sehr Businessman. Bin sehr zeitüberfordernd. Ja, ja, ist richtig. Ja, ansonsten, Leute, hier ist nichts Besonderes hier. Ach so, ja, von Arma 2 habe ich euch bestimmt schon berichtet hier. Ich war ganz normal an DZ zocken, ne? So, das war vor den Sommerferien noch. Dann in den Sommerferien bin ich ja zu meinen Allies, habe ich das die ganze Zeit nicht gespielt. Und dann, als ich wieder nach Hause komme, nach den Sommerferien, was steht da? Och, sie sind permanent gebannt. Nimm mal einen Grund, Alter. Das ist so dumm, ey. Und dann schreiben die im FAQ der einzige Typ hier so, ja, wir schreiben dir nicht, weswegen du gebannt wurdest. Hacker würden das ja liebend gerne erfahren oder so.
wie der Typ uns dann alle als Hacker darstellen will, die nichts gemacht haben, ey, das würde mich übelst ankotzen, ey, so ein Mist, ich bezahle nicht nur mal für so ein, wenn ich da irgendwo lese, hier, Battlefield, Battle Eye geschützt, ey, dann, ey, das geht ja gar nicht, ey. So haben sie mir 40 Euro aus der Tasche gezogen, ey. Weil ein Typ ein Programm nicht richtig programmieren konnte, ey. E-Mail schon geschrieben. Was macht der? Ja, der schreibt natürlich nicht zurück. Das ist ja, braucht er ja nicht. Der denkt ja hier, ja, das sind so alles nur Lügengeschichten. Das haben sie sich alles nur ausgedacht. Und der vertraut halt auf sein Programm natürlich und... Der Spacken, Alter. Das ist richtig aufregend. Zack, machen wir mal ein paar Verwandlungen hier. So, da sind wir noch im Geschäft. Ja, ich weiß, ich könnte das in einem Zug machen, aber ich finde es cooler, wenn ich nochmal die ganzen Verwandlungen sehe. Dann bin ich jetzt aus Arma 2 Battle Eye gebannt. Das ist nicht lustig. Also wie gesagt, das ist noch der eine Typ, ist auch Deutschland. Habe ich alles im Impressum gelesen. Also das geht ja gar nicht, was der abzieht, ey. Einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen. Und wie sich dann noch hier diese die Bohemia Interactive nicht darum kümmert, dass die den mal anschreiben, so, ja, überprüf mal alle Fälle hier. Du hast wahrscheinlich da was falsch programmiert. Nee, die sagen, ja, wendet euch an den Support, wir können da nichts machen. Ja, ihr könnt was machen. Ihr könnt den Typen anschreiben, auf euch wird er hören. Auf uns, wir sind hier nur hier der euren Scheiß hier kauft. Also bewegt mal euren Arsch hier. Also das ist echt. Noch nicht mal ein Grund. Ich habe ganz normal gespielt. Ich habe kein Skript oder irgendeinen Mist benutzt, weil ich das erstens nicht kenne und zweitens ist das halt scheiße, wenn man in so ein Überlebensspiel cheatet. Weil das gibt's halt im echten Leben nicht. Bams. Ja, Mann, die Attacke hat's gebracht. Achso, der kann ja noch hochfliegen. Cool. Zack. Er hat ein paar coole Attacken drauf. Ja, Vegeta ist okay. Ja, ja, hier 7000, hier so ein Schlag hier. Also, ich finde das echt... Ist das euch auch passiert, Leute? Also, jetzt die Arma 2 haben oder DZ spielen oder was weiß ich, das ist ja... Mir ist das nur passiert, weil ich DZ gespielt habe. Und ich frage mich immer noch, warum der das gemacht hat, der Typ, Alter. Wow, ist das getroffen hat, das wundert mich. Dass sie die Attacke gleich zweimal nennen, gleichzeitig. Haben wir schon mal gesehen in der Story. Ja, Vegeta bleibt einfach nur liegen. Bam, 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 ja, das ist cool. Sieht aber übelst wenig ab hier. Zack. Ja, der Typ ist nicht schlecht eigentlich, aber... Nein, da könnte ich auch Tension Han nehmen. Nehme ich auch mal hier. Scheiße. Ach so, ich habe die andere Attacke gemacht, okay. Mich gerade gewundert. Oh, Mensch, ist das anstrengend hier gegen 5 Loser zu kämpfen, Alter. Boah. Jetzt hat das aber mir gegeben hier. So, nein! Oh. Okay, er ist tot. Wir haben jetzt mal wieder Goku hier sich erholt. Dann haben wir noch Freezer und ja, Barbie, die der Letzte, das lohnt sich ja überhaupt. Ah, ne, das ist der M-Team. Wen hat man jetzt im Buu? Vegeta, den, Barbie, wer kommt danach? Ja, ist okay. Reckt er halt zweimal auf.
Fand ich früher übelst komisch, wie die, warum die Barbe die zum Kämpfer gemacht haben. Ich meine, da hat ja eigentlich übelst wenig Moves drauf hier. Oh ey, aber das, wenn ich mir jedes Mal darüber nachdenke, wegen DZ permanent gebannt hier. Global Ban hier wegen ein dummen Programm hier. Ich meine, bei Steam. Steam hätte sich gekümmert, so ja, wegen VAZ, falls du da gebannt wärst. Aber die vertrauen da sehr stark auf ihr Programm. Und ja, also ich glaube, da ist das wirklich gut besser geregelt als bei BattleEye. Ich meine, das, vielleicht könnte es auch am Server liegen, dass da am Server hier irgendwas war, weswegen ich gebannt wurde. Aber nee, muss man gleich den Spieler bannen. Und ich bin nicht der Einzige, der einfach nur mal aus ohne Grund gebannt wurde. Oh, scheiße. Ja. Evil ist in der G-Pose eigentlich. So Leute, also ich würde sagen, weil ich den letzten Park ein bisschen überzogen habe, werde ich jetzt hier aufhören. Nach wie viel Kämpfen? Nach zwei Kämpfen. Und ja. Also fast die Hälfte her hatte ich, ne Leute. Diesmal werde ich nicht vergessen abzuspeichern. Also ich werde nicht wieder von paar Seite 13 anfangen. Jo gut Leute, dann bedanke ich mich für das Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part, Leute, oder? Ja, ich hoffe schon. Okay, ciao Leute.